Eine Besonderheit in Excel für die Datenauswertung ist der Szenario Manager, mit dem unterschiedlichen Annahmen in einer Was-wäre-wenn-Szenario durchgespielt werden können. Wie man diesen genau verwendet, sehen wir uns jetzt an. Und wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe nun Microsoft Excel geöffnet und bereits ein Beispiel vorbereitet. Dieses Beispiel basiert auf einer Umsatzprognose für das nächste Jahr. Dieses setzt sich zusammen aus dem Umsatz vom Vorjahr, meiner Wachstumsprognose, welche ich in den nächsten Schritten verschiedene Szenarien anwenden möchte, und das Ergebnis von dieser Wachstumsprognose. In diesem Fall 1200 Euro für das nächste Jahr auf Basis einer 20%igen Wachstumsprognose. Um nun ein Szenario anzulegen, muss ich im Microsoft Excel im Menü auf Daten, anschließend im Bereich Prognose auf Was wäre wenn Analyse klicken und dann den Szenario Manager auswählen und erhalte nun ein neues Fenster. In diesem Fenster kann ich nun beliebig viele Szenarien anlegen. Das kann ich mit hinzufügen und einen Namen dieses Szenarios, beispielsweise einer schwachen Nachfrage für kommendes Jahr, veränderbare Zelle, das ist in unserem Fall die Wachstumsprognose, wähle die Spalte oder die Zelle C4 aus und kann dann auf OK klicken und gebe nun meine Prognose ein. In meinem Fall gehe ich davon aus, bei geringer Nachfrage 10% an Wachstum. Wähle OK. Nun erstelle ich noch zwei weitere Szenarien. Eines für moderater Nachfrage. Das wären 0,2, 20%. Und ein Szenario für starke Nachfrage und gehe von 30% aus. Nun kann ich mit Anzeigen jedes dieser beliebigen Szenarien durchspielen. Wie man sieht, habe ich nun schwache Nachfrage ausgewählt und erhalte nun das Ergebnis des Umsatzes für nächstes Jahr. Bei Auswahl moderater Nachfrage 20% und bei starker Nachfrage 30%. Ich kann mir genau diese verschiedenen Szenarien auch zusammenfassen lassen, indem ich hier im Fenster auf Zusammenfassung klicke, wähle Szenariobericht, selektiere die Ergebniszeile, in meinem Fall die Umsatzprognose, und wähle OK. Nun erstellt Microsoft Excel automatisch einen schönen Szenariobericht, wo ich bei schwacher Nachfrage die Umsatzprognose erhalte, bei moderater Nachfrage und bei starker Nachfrage. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.